Wer kennt das Problem nicht? Man hat gerade seine neue USB-Soundkarte angeschlossen und der Computer will einfach keinen Ton darauf abspielen. Dazu müssen wir uns aber erstmal klar machen, dass in unserem Computer jetzt vermutlich zwei Soundkarten hängen. Das heißt die externe USB-Soundkarte, die wir gerade angeschlossen haben, und die interne Soundkarte. Computer haben heutzutage in der Regel eine interne Soundkarte. Beim Laptop sieht man das ganz klar dran, dass die schon Stöpsel haben für die Kopfhörer und auch natürlich Lautsprecher integriert haben. Da braucht man eine Soundkarte für, dass da Ton rauskommt. Tower-PCs haben natürlich auf dem Mainboard schon eine Soundkarte drin, sieht man auch hinten, dass da die Stöpsel schon vorhanden sind für die Klinkenstecker. Wenn man jetzt also eine USB-Soundkarte anschließt, hat der Computer auf einmal zwei Soundkarten und weiß gar nicht, wohin mit dem Ton. Das muss man dem Computer natürlich sagen. Bevor wir das dem Computer aber sagen, müssen wir prüfen, ob alles passt soweit mit unseren Soundkarten. Dazu klicke ich auf den Windows-Button auf der Tastatur oder drücke und gebe Geräte ein, bis hier Gerätemanager erscheint. Den wähle ich aus. Und hier bei Audio, Video und Game Controller sehe ich alle angeschlossenen Geräte. In meinem Fall sind es drei Stück. Die zwei unteren sind die wichtigsten, die Realtek ist die interne. Und hier habe ich eine USB-Soundkarte. Wenn das so aussieht wie bei mir, dann ist alles okay, dann sind die Soundkarten richtig erkannt worden und die Treiber sind korrekt installiert. Ist da jetzt ein gelbes Häkchen oder so ein gelbes Fähnchen dran, dann heißt das, dass es Probleme mit dem Treiber gab. Da solltet ihr nochmal im Handbuch von eurer Soundkarte schauen, wo ihr den Treiber herbekommt und den entsprechend hier installieren. Aber ist wie bei mir alles in Ordnung, ist das nächste, was wir machen, nochmal die Windows-Taste drücken und Sound hier einzugeben. Dort gehe ich dann auch auf den Punkt, den nur Sound heißt. Und hier sehe ich dann auch nochmal die drei Geräte. Das sind jetzt ein paar andere als in der Liste, soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Im Moment ist als Standardgerät der Laptop-Lautsprecher ausgewählt. Das heißt, wenn ich jetzt Musik mache, und das mache ich jetzt auch mal kurz, dann werdet ihr die laut hören, weil das sind die internen Laptop-Lautsprecher. Und ich werde hier einen Ausschlag sehen. Probieren wir das mal. Ich starte mal das Video und ihr achtet bitte hier neben dem Lautsprecher Realtek High Definition auf den Ausschlag. So, ihr habt jetzt gesehen, das gibt einen Ausschlag, da weiß ich, okay, der Computer gibt jetzt auf der Soundkarte gerade seinen Ton aus. Wenn ich das ändern möchte, geht ganz einfach, hier einen Rechtsklick drauf, auf die USB-Soundkarte zum Beispiel und als Standardgerät auswählen. Und jetzt lasse ich hier nochmal den Ton spielen. Ihr hört jetzt nichts mehr, weil es bei mir auf dem Kopfhörer ist, aber auch hier sehe ich wieder einen Ausschlag. Also so, wie wir das auch wollen. Wenn ihr jetzt immer noch keinen Ton hört, dann solltet ihr mal euer Gerät, also den Lautsprecher oder Kopfhörer, überprüfen, ob da vielleicht irgendwie ein Schalter dran ist oder ein Rädchen dran ist, wo die Lautstärke vielleicht auf 0 steht oder man eben deshalb nichts hört. Das gleiche gilt natürlich für die Mikrofone. Ich gehe mal hier auf Aufnahme. Auch hier sehe ich jetzt einen Ausschlag. Zum Beispiel kann ich mal hier auf meinen Laptop draufklopfen. Dann geht der Aufschlag vom internen Mikrofon hoch. Oder ich haue jetzt mal hier auf mein Headset drauf. Dann geht er vom Headset hoch. So kann ich sehen, welches Mikrofon dort in der Ansicht welches ist. Und kann hier natürlich auch einen Rechtsklick machen und als Standardgerät auswählen. Es gibt noch ein paar Sonderfälle. Skype zum Beispiel oder TeamSpeak, die haben eine eigene Einstellung, was sie als Standardmikrofon verwenden. Also wenn ihr so ein Programm verwendet, dann schaut dort mal in die Einstellungen, was da eingestellt ist. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht.